Willkommen zurück zu Let's Play Ankh. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, weil wir unseren Vater besuchen wollten, der jetzt ja irgendwo, der das Auge hat, irgendwie den Mechanismus auszulösen oder so, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ein Fährmann, eindeutig. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass unser Vater uns weiterhelfen kann, weil alleine komme ich hier irgendwie nicht weiter. Beziehungsweise glaube ich auch nicht, dass es noch irgendwas gibt, was wir in der Sphinx machen konnten. Weil das Aquarium leeren konnten wir ja nicht. Und das ist ja eigentlich unser nächster Auftrag, dass wir das Aquarium leeren. So, da können wir gleich so zu unserem Haus gehen. Ganz geschwind. So. Ja, Gizeh ist ein wunderschöner Ferienort. Ach, wirklich? Ja, zum Sterben schön. Wir machen Ihnen ein Sonderangebot. Oh, das klingt nicht gut. Ein Sonderangebot, ist das sicher? Todsicher. Oh, das ist unser Vater und die beiden also haben sich auch erholt, scheiße. Schon vertragen. Und diese Ruhe, keine Menschenseele weit und breit, Grabesstille sozusagen. Also dieses Ferienparadies müssen Sie sich einfach ansehen. Unser Reiseleiter hier, der werte Herr Matschauge, der wird sich Ihrer annehmen. Oh, persönliche Betreuung. Ja, Gizeh ist ein wunderschöner Ferienort. Ach, wirklich? Ja, zum Sterben. Ja, bla bla bla. Können wir mit euch reden? Ihnen ein Sonderangebot. Du schon wieder. Wir haben die Branche gewechselt. Hast du nicht Hausarrest, Junior? Ihr seid Sophies Vater, nennt mich nicht Junior. Ihr sollt meinen Vater töten, weil er das Geheimnis der Sphinx kennt. Jetzt aber schnell in die Stadt, bevor ich euch Beine mache. Ihr wechselt jetzt lieber schnell die Stadt, bevor ich euch Beine mache. Naja, also, wir würden selbst ganz gern mal Urlaub in Gizeh machen. Ah ja. Na, dann wird's bald. Gizeh wissen wir ja, aber egal, lass uns trotzdem nochmal erzählen, wo es ist. Gizeh? Wo war das denn noch gleich? Eine wunderschöne Urlaubsanlage mitten in der Wüste. Mehr oder weniger schön. Da ist nur eine Bauruine, meine Freunde. Da ist nur eine Ich war dort. Da ist nur eine Bauruine. Oh, tja, also ich glaube, wir haben auch noch andere Kunden. Vielleicht sollten wir uns von diesem Auftrag wirklich zurückziehen. Ja, das wäre wohl besser. Komm, Matschauge. Wir suchen uns einfachere Kunden. Die Meuchelmörder sind so blöd. So, können wir reingehen? Nein, da hat er wahrscheinlich... Ach doch, wir können sogar reingehen. Sehr schön, jetzt brauchen wir nur noch dieses Auge, um den Mechanismus zu lösen. Ah, da waren wir noch gar nicht drin hier. Ah doch, das ist der Wohnraum. Zum Atrium, da waren wir aber noch nicht. Da ist ein bisschen Geblubber. Okay. Können wir hier kaputt hauen, das Ding? Ne, kann man nichts benutzen. Egal, reden wir erstmal mit unserem Vater vielleicht. Ich glaube, der könnte uns da vielleicht weiterhelfen. Vermute ich zumindest mal, dass der da mehr Ahnung hat als ich. Asil, was glaubst du eigentlich, was du hier tust? Entschuldigung. Vater, das ist nicht der richtige Augenblick. Sei einfach mal für eine Minute still und gib mir den Schlüssel zur Grabkammer. Ich habe dir gerade das Leben gerettet. Ist dir das eigentlich klar? Ich habe dir gerade das Leben gerettet. Ist dir das eigentlich klar? So ein Unsinn. Der Pharao würde mir nie etwas antun wollen. Nein. Jetzt hast du die netten Herren verjagt. Genau. Sei einfach mal für eine Minute still und gib mir den Schlüssel zur Grabkammer. Du scheinst mir doch etwas aufgeregt zu sein. Dann erzähl mal, was dir auf dem Herzen liegt. Wir reden ja so selten mit. Ich brauche den... Ich will Feuerwehrmann werden. Ich will Feuerwehrmann werden! Was? Du gehst gefälligst auf die Universität und eiferst deinem Vater nach. Na gut, aber... Ich möchte einen Sportpferdewagen. Ja, doch. Ich möchte einen Sportpferdewagen. Ah, darum geht es also. Den kriegst du erst, wenn du einen ordentlichen Job gefunden hast. Ich brauche den Schlüssel zur Grabkammer der Sphinx.
Den Schlüssel zur Grabkammer? Ich will ja gar nicht wissen, was das zu bedeuten hat. Außerdem weiß ich gar nicht mehr, wo ich den hingelegt habe. Dieser arme Schlosser dachte, er könne sich beim Pharao unentbehrlich machen, indem er alle Schlösser nur mit seinen eigenen Körperteilen aufschließbar machte. Naja, der Pharao hat gute Chirurgen. Aber unser Schlosser ist tapfer geblieben, trotz aller Widrigkeiten. Hier, ich habe sogar noch ein Bild von ihm. Dann gehe ich diesen Schlüssel mal suchen. Wo könnte sich denn der Schlosser verstecken? Ist der hier drinne? Ich glaube, hier gibt es Papyrus. Ah, okay. Du sollst nicht sagen, du sollst sagen, was da steht. Nein. Nicht. Na dann halt nicht. Du weißt einfach nicht, was du willst. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Schriftrollen bringt uns alles nichts. Geh mal nach oben. Vielleicht hat er es oben verlegt, den Schlüssel. Da können wir nur wieder raus. Das war dieser komische Mechanismus. Ah, da kommen ein paar Dokumente zum Vorschein. Vielleicht sind das Rätsels Lösung. Vielleicht finden wir ja da eine Antwort darauf. Oder wo das Auge des Schlossers ist. Vielleicht ist es doch einfach drinne. Ja, da ist das Auge des Schlossers. Jawohl. Haha. Das freut uns jetzt aber. Da können wir ganz schnell wieder zurück zur... Ja, du hilfst mir eh nicht weiter. Und vor den Assassinen haben wir dich auch gerettet. Da können wir ganz schnell wieder zurück zur Sphinx. Denn jetzt haben wir den Schlüssel. So, mach schneller. Gib Gas. Mann, was sind das für Ladezeiten? Bei dem Spiel hat uraltes solche Ladezeiten, also wirklich. Frag mich, was es damals für Ladezeiten gewesen sein müssen. Ich habe ja jetzt einen ziemlich schnellen PC, also im Vergleich dazu, wie alt das Spiel ist. Damals, wo das Spiel rausgekommen ist, muss es ja dann nur richtig lange Ladezeiten gewesen sein. Also ich weiß es nicht, vielleicht. Kann ich schlecht beurteilen. Ich habe es ja damals nicht gespielt, wo es rauskommt. Ich glaube, ich habe damals mal eine Demo kurz gespielt. Und in der Demo, da war man, glaube ich, da unten beim Krokodil da im Nil drinne. Ich glaube, das habe ich mal gespielt, aber das ist so lange her. So lange ist das her. Was sind eigentlich überall diese Fußabdrücke? Die waren früher auch noch nicht da. Ach, das sind die wahrscheinlich die Karawane, die weitergezogen ist, könnte ich mir vorstellen. Weiß ich aber nicht. Alles nur wilde Vermutungen. Lauf durch die Wüste. Und weiter geht's. Ah, mein Lebensenergie ist aber noch nicht voll, sehe ich da gerade. Das Herz ist noch, da ist das Grüne noch nicht bis zum Herzen gekommen. So, auf geht's. Und rein da. Schneller, 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 schneller. Jetzt kann ich es nicht erwarten. Jetzt habe ich mal eine Lösung und dann muss ich wieder ewig laufen. Sonst ist immer das Problem, dass ich immer nicht auf die Lösungen komme und sinnlos rumlaufe. Jetzt muss ich sogar sinnvoll laufen und es dauert trotzdem ewig. Arrah. Na komm, geh weiter. Da geht's hoch. Aber so muss ich sagen, ist das Spiel eigentlich ganz cool. Also bis auf die manchmal etwas unlogischen Rätsel, die teilweise wirklich komplett schwer und ohne Musterlösung kaum lösbar sind. Also ich weiß nicht, ob ich auf so ein paar Sachen gekommen wäre. Naja, außerdem habe ich heute Joggets nicht dabei, deswegen ist das vielleicht auch etwas schwerer noch gewesen. Weil wenn ich alleine bin, dann habe ich mich ja eigentlich noch dümmer angestellt, als mit Joggets zusammen. So, gleich mal rein hier. Ah ja. Dann ziehen wir mal an der Kette. Und schauen, was passiert. Ein sehr passendes Geräusch. So eine Klospülung. Ziemlich große Klospülung. Ich frage mich, wo das Zeug jetzt hingelaufen ist. Okay, ich hätte jetzt vermutet, dass da unten irgendwo rausgelaufen ist, aber war wohl auch nicht der Fall. Ja, ist wie so eine Rutsche. Hm. Ah, da liegt noch ein Aal. Da kann man gleich mal die Zeitmaschine benutzen. Und wehe, ich krieg keine Energie durch dich.
Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich habe mal gehört, dass seine Stromstöße tödlich sein können. Na gut, dann kombinieren wir es halt so. Ah ja. Ah ja, er nimmt ihn einfach in die Hand. Hallo, Asil. Ich habe ein Déjà-vu. Das ist das erste Mal, dass ich eine Fata Morgana sehe. Eine Fata Morgana ist ein Trugbild, das in der Wüste erscheint. Ich beweise es, indem ich diesen Gegenstand hindurchwerfe. Au! Ja, das war irgendwie ineffektiv. Was haben wir bekommen? Gewicht einer Waage. Was sind das für ein Steinsockel hier? Hier muss wohl genau das richtige Gewicht draufgestellt werden. Tja, ich hoffe mal, du bist das. Ja, das war das richtige Gewicht. Ja, das sieht ja einladend aus. Da will man doch direkt reingehen. Geht's da schon die Unterwelt runter? Weiß es gar nicht. Ja, es geht jedenfalls nach unten. Da könnte man darauf schließen, dass es in die Unterwelt geht. Da waren wir ja schon in Rise of the Argonauts in der Unterwelt und das haben wir ja auch ganz gut überstanden eigentlich. Ah, Baseball-Ausrüstung. Ach, da hat wahrscheinlich der andere Zeitreisende gelebt hier unten. Ein pharaonisches Baseball-Set. Oh oh. Was hier wohl noch alles Interessantes herumliegt. Hm, das ist, liegt leider nicht mehr, was da noch Interessantes ist. Ah! Hey, nimm deine schmutzigen Hände von meinem Kram! Ist doch okay. Hey, du Bandit, gib die Tochter des Pharao wieder raus. Hey, du Bandit, gib die Tochter des Pharao heraus. Wessen Tochter? Oh, du meinst die Tochter des Pharao? Ja, welche Tochter denn sonst? Von der Geschichte habe ich gehört. Aber ich hab sie nicht, du Trottel. Wo sollte ich sie denn verstecken? In meinem Sarkophag? Da ist ja noch nicht mal genug Platz für mich selbst. Nein, nein. Osiris hat sie. Sie ist gefangen in der Unterwelt. Ah, scheiße. Ich glaube, ich muss dann wieder los, Herr Mumie. Bis vor kurzem dachte ich noch, die Mumien seien stocksteif und mausetot. Ja, falsch gedacht. Bis vor kurzem dachte ich noch, Mumien seien stocksteif und mausetot. Das stimmt. Ich sollte eigentlich tot sein. Das heißt, tot in deiner Welt. Und wenn alles richtig gelaufen wäre, dann würde ich jetzt schon mein glückliches neues Leben in der Unterwelt von Osiris führen. Das heißt, wenn diese verdammte Konstruktion so funktionieren würde, wie sie eigentlich sollte. Was für eine Konstruktion? Was meinst du mit Konstruktion? Diese völlig verblödeten Architekten haben ja den letzten Quatsch installiert. Also eigentlich sollte das so funktionieren. Die tote Mumie stellt sich auf den Teleporter und drückt den Schalter. Dann zoom! Willkommen zum neuen Leben in der Unterwelt von Osiris. Aber nicht für mich. Siehst du diesen Schalter? Der ist auf der anderen Seite des Raumes. Wie sollte jemand diesen Schalter drücken, wenn er auf dem Teleporter steht? Aber warte mal. Jetzt, wo du hier bist, könntest du ja den Knopf drücken, während ich mich auf den Teleporter stelle. Andererseits weiß ich gar nicht, ob der Knopf überhaupt funktioniert. Ich schau mal nach. Warte hier und geh mir nicht auf die Nerven. Ah, ja, genau. Und wir stellen uns dahin und du drückst den Knopf und in der Zeit komme ich dann in die Unterwelt rein. Klingt doch nach dem Plan. Oh Mann. Intelligentesten sind die Mumien aber auch nicht. Muss ich hier nur drauf drücken? Eigentlich. Ich glaube, es geht. Prächtig. Aber sicher bin ich mir nicht. Ja, komm, drück halt. Vielleicht, wenn man genau mit dem richtigen Schwung drückt. Ja, mach. Könnte geklappt haben. Ah, verdammt. Ein einfacher Knopfdruck. Ah, wir gehen einfach da mal hin. Endlich geht's. Erinnert an Star Trek. So aus? Eine seltsame Konstruktion. Also eigentlich muss ich hier nur drauf drücken. Ja, dann mach mal. Dann drück mal drauf. Ich glaube, es geht. Aber sicher bin ich mir nicht. Jetzt mach. Vielleicht, wenn man genau mit dem richtigen Schwung drückt. Ja, mach mal. Könnte geklappt haben. Ein einfacher Knopfdruck. Ah, ich muss nochmal rechtsklick drücken. Tja, Mumie, jetzt wirst du weiter da unten bleiben und ich wurde weggebeamt. Hey, wir sind in Kapitel 5, die Finsternis angekommen. Nachdem wir die Mumie überlistet haben. Hier ist es ja stockfinster. Hm. Verdammt!
wird es jetzt wenigstens heller. Autsch! Ah ja. Verdammt! Verdammt! Habe ich irgendwas Helles? Die Zeitmaschine kann ich benutzen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nö. Kann ich irgendwann einen Baseballschläger hauen? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Autsch! Ich will hier weg. Autsch! Wir drücken einfach mal in alle Himmelsrichtungen. Verdammt! 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 Das klang ungesund. Verdammt! Schrei doch nicht so rum! Eine Mütze, ein Bait, der Eimer, das sollte ich mir genauer ansehen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Habe ich irgendwas, womit ich Licht machen kann? Licht? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Nein, nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich fühle mich hier irgendwie im Dunkeln. Ich tappe immer wieder im Dunkeln, würde ich sagen. Komisch. Hey, immerhin haben wir eine Schatzkarte. Die können wir im Dunkeln lesen. Das ist schon mal nicht schlecht. Kompass? Das scheint nicht zu funktionieren. Auch nicht. Können wir vielleicht den Brief lesen? Vielleicht steht da noch was drin. Ach, den kann er lesen im Dunkeln. Ein Arbeitstrupp? Guter Punkt. Ihr Sphinx-Archit, ich hab die können und dann sonst PM. Ich will hier raus. Klingt zwar lustig, aber bringt nichts. Na, ich glaube, wir beenden die Folge mal an der Stelle. Wünsche euch eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal. Oh, Stil verreckt gerade so halbert. Na gut, wir sehen uns. Servus.